Erst kommt nochmal der Herr Tim Wille zu mir von Zeitgeist, kann man sagen. Ja, also ist, ja, ich würde ihn einfach auch hier, wie dritten Ruf steht, Zukunftsarchitekten nennen. Ihr kennt ihn sicher schon, er macht sehr schön, sehr fleißig. Mit unseren Kumpels, die heute mehr so privat da drüben sitzen, macht er sonst immer, wenn wir nicht so ihr jetlaggt sind vom Samstag wie heute, wenn wir größere Veranstaltungen machen, immer am Potzi oder hier dann die kreative Ecke, sag mal, wo ein bisschen Stencils und Shirts und Beutel besprüht werden können mit guten Ideen und Memen und Informationen. Und genau, hier ist der Tim, der stellt sich einfach mal selber kurz vor. Viel Spaß. Ja, ich stelle mich kurz vor. Also ja, Tim, mein Name ist gar nicht so wichtig. Ich bin in ganz vielen Bewegungen aktiv und da kriegt man natürlich auch sehr viel mit. Und ich finde es schön, was du angesprochen hast gerade. Wir sind bei Schritt 2. Wir konzentrieren uns jetzt also auf die Dinge, die man machen kann, wo man nicht mehr nur redet, wo man auch was tut. Und in diesem Sinne, weil wir eben heute leider keine Kreativecke hier machen können oder generell das hier am Brandenburger Tor schwierig ist, haben wir uns schon was Neues überlegt. Wir gründen jetzt also eine Gesprächsgruppe zum Thema Was tun. Dort drüben eröffnet. Wer mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Ich freue mich auf euch. Ja. Ciao. Geil. Hier bitte mal alle abspeichern, anlecken, ins Album kleben. So macht man das. Kurz, bündig und los geht's mit der konkreten Umsetzung der Idee. Da hinten beim Kai, der lustige Typ, der mit den Keulen da schwingt, da sind sie. Und die sind wirklich sehr gut, die Jungs und Mädels, weil sie sehr kurzwegig und sehr zielorientiert sind. Aber das ist auch nur eine Privatmeinung hier am Rande, genau. Sehr schön. Ja, danke Tim.